Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Und also ich muss selber lachen, es ist wahrscheinlich der verrückteste Ort, wo ich jemals ein Video aufgenommen habe. Und ja, auch mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und vor allem sag doch mal bitte was zu dieser Höhle hier, wo du so viel geforscht hast. Herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich, dass wir hier zusammen dieses Video aufnehmen dürfen. Ebenfalls herzlich willkommen, Kai. Ich freue mich, dass ich mit dir heute hier das Interview führen darf. Wir befinden uns hier in der Lurgrotte Semreach, also im steirischen Mutterland, Kernland. Und das ist eine Höhle, die auf weit über 10 Kilometer bereits vermessen wurde. Wir forschen ja seit mehreren Jahrzehnten hier, unter anderem, also nicht nur wir, meine Frau und ich, sondern viele andere Höhlenforscher, steirische Höhlenforscher, haben hier geforscht. Mhm. Und ja, die Höhle ist derzeit noch ohne Ende. Das heißt, wir wissen nicht, wie lang sie ist. Wir haben nur Vermutungen. Allerdings glaube ich schon, dass sie 20 oder mehr Kilometer erreichen kann. Mhm. Ja, und auch super mystisch. Also hier dieser Dom, manche Treppen, die, also wie viel, 80 Meter noch? 80 Meter, ja. Ja, also absolut krass. Ich werde Bilder hierzu einblenden. Ich hoffe, dass man das einigermaßen ja, einfach auch einfangen kann, diese Atmosphäre. Das ist schon toll. Ja, erzähl doch mal kurz, was macht ihr gerade, woran forscht ihr, in welchen Projekten steckt ihr drin? Das ist, glaube ich, so das, was die meisten Menschen interessiert. Na gut, es gibt viele Projekte. Das heißt, wir forschen immer an mehreren Schwerpunkten. Und unsere Schwerpunkte sind halt zum Teil also die unterirdischen Völker, dann eben unterirdische Anlagen, große Anlagen, also da gibt es wirklich ganz gewaltige Anlagen und das Ganze gehört natürlich erforscht und auch wissenschaftlich bearbeitet. Mhm. Also wir wollen nicht nur dem Vergnügen nachgehen, dass wir sagen jetzt, wir wollen irgendetwas erforschen und damit sind wir zufrieden, sondern es gehört ja alles auch aufgearbeitet. Mhm. Ein Tag Forschung erfordert meistens 1 bis 2 Wochen Nachbearbeitung. Mhm. Wenn man da wirklich ernsthaft dahinter steht. Also mehrere Sachen, wo ich gleich Fragen habe. Unterirdische Völker, unterirdische Anlagen und auch Nachbearbeitung. Aber vielleicht zu dem ersten erstmal, also was kann man sich darunter vorstellen? Anlagen, Völker und so, das ist ja auch schon beschrieben worden. So, aber was kannst du da jetzt zu sagen aktuell? Gut, aktuell ist eines, dass also die Existenz wahrscheinlich von unterirdischen Völkern bereits nachgewiesen wurde in der Vergangenheit durch sehr viele Schriften, lateinische Schriften, da gibt es ganze Bücher, mhm, aus dem Jahr 1557 beispielsweise, und auch also spätere Schriften, wo eben diese unterirdischen Völker immer wieder beschrieben werden, mhm, und auch wie sie aussehen. Da gibt es also sehr viele Zeichnungen und, und. Also es ist unwahrscheinlich viel Material vorhanden. Man muss das nur alles erst einmal aufbereiten. Mhm. Denn das ist ja nicht so, dass wie in unseren Büchern, dass das dann fertig, ja, vorbereitet und gedruckt und genau beschrieben ist, sondern man muss aus vielen einzelnen Bereichen diese Daten heraussuchen und dann auch in die richtige Reihe bringen. Also nichts hineinfantasieren, nicht spekulieren, mhm, weil immer wieder wird auch uns unterstellt, dass wir spekulieren. Wir haben noch nie spekuliert. In, mhm, keinem einzigen Buch, das wir geschrieben haben, mhm, wurde spekuliert. Das sind Tatsachen, die da sind. Wir haben ja, also ich denke nur an das erste Buch bei Tore zur Unterwelt, was da hineininterpretiert wurde. Und man hat eigentlich dort immer gesagt, ja, das ist alles Photoshop. Und nichts davon. Das waren alles Original und sind heute noch Originalaufnahmen. Und nur die Leute wissen es nicht.
Und Sie können sich das auch nicht vorstellen, also dass es so viele Zugänge zur Unterwelt beispielsweise in Österreich, aber auch in Deutschland. Mhm. Wir haben in Deutschland genauso viele Zugänge. In der Schweiz gibt es genauso viele Zugänge zur Unterwelt. Mhm. Nur es ist nicht erwünscht, dass solche Bereiche auch erforscht werden. Mhm. Und Asien ja auch. Also ihr habt mir, Asien ist ein Wahnsinn, mir ein Buch mitgebracht. Also genau, kannst du ja auch gleich noch was über Asien sagen, wenn wir schon hier Deutschland, Österreich, Schweiz sind. Aber da wird es ja anscheinend teilweise noch verrückter als hier. Indirekt hast du recht, ja. Weil Asien, dort gibt es nicht nur Zehntausende unterirdische Anlagen, sondern Hunderttausende. Mhm. Und auch wahrscheinlich, so wie bei uns, also wir haben ja auch die 12 Apostelzeche in Klosterneuburg, die wir zumindest mit einem Mindestalter datieren konnten, mit über 20 Datierungen. Also dort sind wir auf über 60.000 Jahre, wo die Hohlräume, also die künstlich geschaffenen Hohlräume entstanden sind. Wann, wissen wir nicht. Mhm. Weil wir wissen nur, wir haben ein Mindestalter, weil die Kohlenstoffdatierung ja nicht mehr hergibt als im Spezialfall 60.000 Jahre. Was ja auch schon ausreicht, um unsere Geschichte etwas anders anzuschauen. Die offizielle Geschichte. Ja, schon. Ich meine, das hat alles auch bei uns durcheinander gebracht, denn wir haben ja auch die Artefakte aus dieser Zeit und darunter sind eben auch Metallartefakte und, also Keramiken, die es damals nicht geben dürfte. Ja. Wie ist das denn für euch? Also, ich meine, euer Weltbild verändert sich ja dadurch. Wie fühlt sich das an, ja, in so alten Bauwerken zu forschen und dann rauszufinden, dass es einfach eine unglaubliche Geschichte in sich trägt. Was macht es mit dir, mit deiner Frau, ihr forscht ja zusammen? Ja, wir müssen ständig umdenken. Umdenken lernen, weil es gibt eigentlich nichts, das als gegeben angenommen werden kann. Und egal, ob wir jetzt in einer Burg oder in einem Schloss also auf neue unterirdische Anlagen stoßen, deren gibt es genug. Und man hat ja auch, die Kirche hat ja ständig die heiligen Plätze überbaut. Mhm. Und man findet unter den Kirchen ja gewaltige Gänge, Ansätze, wo dann in 20, 30 Meter Tiefe dann diese riesigen Gänge weggehen, die irgendwohin in unterirdische Städte führen. Mhm. Und diese Überlieferungen sind vorhanden, die sind bekannt. Und bis in die Kaiserzeit, also bei uns in Österreich, war das ja eigentlich einer gewissen Schichte bekannt. Nicht jedermann. Aber unsere Bauern beispielsweise wussten genau, dass es beispielsweise unterirdische Völker gibt, denn die haben diese unterirdischen Völker mit Lebensmitteln zum Teil und auch mit Eisenwaren mehr oder minder beliefert und haben auch von diesen Völkergruppen, es gibt ja sehr viele davon, und die Anzahl dieser Wesen dürfte wahrscheinlich unter der Erde weltweit jetzt im Millionenbereich liegen. Mhm. Also wir können uns das nur sehr schwer vorstellen, weil wir, jetzt sind wir einen Kilometer von der Erdoberfläche entfernt, ne? Also vom Eingang zumindest, also nicht senkrecht. Mhm. Und das kann man sich ungefähr vorstellen, also wie einsam es hier sein könnte. Mhm. Vielleicht, also was natürlich sich ganz viele fragen ist, wird es irgendwann auch wieder ein Buch geben? Gibt es da schon genug Material? Habt ihr da Lust drauf? Ja, das ist eine Fangfrage. Okay, aber allerdings, irgendwann sicher. Ja. Also Material haben wir jetzt schon genug. Wir haben es also, wie das jetzige, die geheime Unterwelt fertiggestellt wurde, hätten wir sofort ein zweites Buch nachziehen können, haben es aber aus bestimmten Gründen nicht gemacht, weil wir eben
immer auf Nummer sicher gehen. Das heißt, es muss hundertprozentig das, was niedergeschrieben wird, sollte, müssen tut gar nichts, aber sollte zumindest hundertprozentig beweisbar, belegbar sein. Ja. Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, also jetzt, was teilt man mit der Öffentlichkeit und ja, wo hat man vielleicht so seine eigenen Gedanken, aber man muss ja auch nicht immer alles so öffentlich breit treten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, super spannend und ja, hast du noch was, was du vielleicht teilen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen, was ich hätte fragen sollen? Was wäre eine Frage, die ich dir noch gerne hätte stellen sollen, auf die du antworten möchtest? Ja, das musst du wissen, nicht ich. Aber gibt es irgend so ein Herzensprojekt, wo du sagst, das möchte ich schon gerne noch erforschen oder da würde ich gerne noch mal hin, was du bisher nicht gemacht hast? Ja, schon. Also es gibt bestimmte Höhlen, Bestattungshöhlen, also die wir erforschen, nach wie vor erforschen möchten. Das sind eben die Bestattungshöhlen der Puang Matua, also auf Sulawesi. Und die ja ganz besonders sind. Das sind nicht jene Bestattungshöhlen der einheimischen Bevölkerung, wo es ja dort Hunderte, wenn nicht Tausende solcher Bestattungshöhlen gibt, die voll geräumt sind mit menschlichem Knochenmaterial, sondern das sind die Bestattungshöhlen der Himmelsherren. Mhm. Und das war natürlich schon, weil wir wissen von den Tattoos, von den Medizinmännern dort, dass, also von den Torachas, dass diese Wesen dort bestattet wurden, die werden aber so geheim gehalten und das sind ja, ist ja wirklich Neuland. Wir haben ja dort also Tage, Wochen lang also das durchstreift, diese Regenwälder und diese Karstgebiete, das ist einzigartig. Also das ist wie eine fremde Welt für uns. Weil überall sieht man nur also die menschlichen Gebeine, die dort beigesetzt sind, die Schädelsetzungen von der normalen Bevölkerung und dann eben auch von den Rajas, die eben die Herrscher sind, gewesen sind dort. Mhm. Der letzte Raja ist um die 1970 herum gestorben. Diese Rajas hatten ein eigenes Blut. Ein weißes Blut. Sie hatten kein rotes Blut. Und das ist überliefert durch die Missionare. Und sie hatten also bei den Fingern silberne Fingerverlängerungen, um die Finger zu schützen, damit also da nichts passieren kann. Mhm. Also diese Dinge sind fremdartig auch für uns. Wir mussten uns auch dort erst einmal daran gewöhnen, dass es andere Denkweisen, andere Erkenntnisse gibt. Ne? Ja, vor allem nach dem, was ihr schon alles selbst erforscht habt, dass dann noch was ist, wo du selber sagst, das ist jetzt auch für dich dann wieder fremdartig. Super interessant. Vielen, vielen Dank. Also danke. Gerne. Auch, also hier sind ja noch mehr Menschen, die daran beteiligt sind. Danke an dich und auch an alle, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir also hier sprechen, also hier in diesem besonderen Ort und ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Danke für dein Kommen. Ja, immer gern. Bist jederzeit wieder in der Steiermark willkommen. Ja, vielleicht, also schreib gern auch in die Kommentare, ich habe bestimmt was vergessen. Also so auch ich muss zugeben, ich bin sehr aufgeregt gewesen und wir haben auch jetzt davor schon uns lange unterhalten. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr Fragen habt, stellt die unten in den Kommentaren und dann ja, können wir halt einfach schauen, ob wir da dann nochmal einfach weiterführend Fragen stellen. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuschauen. Möchtest du noch irgendwas vorstellen, euer letztes Buch oder irgendein Projekt? Wenn wir jetzt schon mal sprechen, gibt es irgendwas, was man gleich weiter anklicken oder sich anschauen kann? Das kommt erst. Das kommt erst, okay. In der Zukunft, ja. Gut. Aber das letzte Projekt ist, glaube ich, bekannt. Das war eben die geheime Unterwelt mit der 12 Apostelzeche in Klosterneuburg. Und alles andere liegt jetzt noch in der Zukunft. Und ich werde auch der Zeit entsprechend alles bekannt geben. Okay.
Also wer das Buch noch nicht hat, Geheime Unterwelt, und auch die anderen Bücher, also ich habe jetzt zwei, ich habe eins geschenkt bekommen, vielen Dank auch nochmal. Also sind ja wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet mit vielen Bildern und also das ist ja wirklich absolut phänomenal. Also wer das noch nicht hat, dann gern dieses Buch auch noch sich bestellen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, stellt die Fragen einfach unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, dann wahrscheinlich wieder von meiner Couch zu Hause oder wer weiß, wo es mich hier in Wien noch hinführen wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.